Programm haben, oder? Naja, aber was ist denn das? Haben Sie schon sowas gehört, dass wir zum Beispiel jetzt auf der Bühne eine Polka spielen, ohne Titel? Es hat keinen Namen, keinen Titel. Weiß jemand warum? Gut, ich sage das. Natürlich, diese Polka möchten wir einzelnen Musikanten widmen und den Titel können Sie selber auswählen. Also nächstes Mal oder vielleicht in einer Stunde, in zwei Stunden zum Schluss des Abends, das wird sicher interessant, was für Namen kommen. In Mitternacht zum Beispiel, nach ein paar Getränken, dann haben wir einen Namen für die Polka. Also liebe Eifeler Musikanten, kommen Sie zu uns zum Beispiel zu unserem Verkaufsstand oder unserem Kapellmeister, weil unser Kapellmeister hat für Sie zu dem Jubiläum besonders eine Polka komponiert. Und die spielen wir jetzt gleich. Dankeschön. Also hören Sie zu. Eifeler Liebe. Schön, ist das gut? Ein Applaus. Gut. Dann haben wir Eifeler Musikantenfreunde. Gut.
Dann haben wir Eifeller Frosinen. Frosinen, ja, Eifeller Frosin. Gut. Blasmusik mit Herz und Schwung. Ja, gut. Frühlingstraum. Ja, das hört man hier nicht so. Und mein Favorit. Ewig junge Blasmusik. Ich glaube, wir wissen, was gewonnen hat, oder? Ja? Also, hier haben wir es auch als Nummer 1. Ewig junge Blasmusik, ist das gut? Super! Jeder weiß, für wen diese Polka komponiert war. Also von Zdeněk Kurský, ganz neue Polka, ewig junge Blasmusik für unseren Geburtstagskind, Eifeler Musiker.